Erfahre heute von mir, was der Juni an Prophezeiungen und astrologischen Energien für uns bereithält. Wir werden spezifisch Deutschland, Österreich und die Schweiz anschauen und wir werden einen Blick in die Ukraine werfen, denn dort habe ich auch Botschaften bekommen. Es wird sehr spannend, bleib also dran und besonders am Ende machen wir natürlich wieder eine schöne Meditation. Bevor wir beginnen, möchte ich dich einladen, auf die Links unter dem Video mal drauf zu klicken. Und zwar habe ich da kostenlose Angebote für euch von Smarana, die ihr einfach so nutzen dürft. Und dann ist auch noch die Einladung zum Festival dabei. Wir treffen uns ja am 29. und 30. Juni in Kirchheim bei Bad Hersfeld und das wird so schön werden. Vor allen Dingen werde ich euch alle persönlich kennenlernen. Und ihr dürft mir Fragen stellen. Ich werde in den Pausen für euch immer da sein und auch abends. Es wird also wundervoll werden. Und ja, meldet euch an, es sind noch ein paar Plätze frei, aber es wird langsam knapp. Und wir haben ja auch noch die Vergünstigung jetzt, das günstige Frühbucherrabatt, den ihr verwenden könnt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Juni. Insgesamt bietet der Juni eine faszinierende Mischung aus positiven und negativen astrologischen Einflüssen. Während einige Ereignisse spirituelle Erleuchtung, kreative Energie und emotionale Heilung fördern, können aber auch andere Herausforderungen wie Kommunikationsprobleme und emotionale Spannungen mit sich bringen. Indem du dir jetzt über diese Einflüsse bewusst wirst, kannst du gezielt die positiven Energien nutzen, um dich auf die Bewältigung der negativen vorzubereiten. Lasst uns also gemeinsam die kosmischen Energien vom Juni mal anschauen und dann natürlich das Beste daraus machen. Also wie schon gesagt, wir betrachten die Ukraine, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und dann möchte ich noch dazu sagen, natürlich trifft das, was ich jetzt als Allgemeine sage, für alle deutschsprachigen Menschen zu. Also auch wenn du jetzt nicht in diesen drei Ländern wohnen würdest und aber Deutsch sprichst, kannst du das so für dich auch übersetzen, diese Botschaften. Wir haben im Juni viele schöne, erleuchtende, gute Momente und es gibt so viele Möglichkeiten für Meditationen und auch für das Channeling, Channelings zu empfangen, Channelings zu geben. Und auch das ist wunderschön, weil wir uns ja auf dem Festival treffen und dort ganz intensiv werde ich also 2 Tage lang für euch channeln. Und das ist immer eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und natürlich wird es auch emotionale Herausforderungen bei dem einen oder bei dem anderen geben. Besonders in den Beziehungen, in der Liebe hat man manchmal Kommunikationsprobleme. Und es wäre also wichtig, dass ihr darauf achtet, dass wir im Juni wirklich klare Worte wählen, dass wir uns also da genau erklären, was uns am Herzen liegt. Dann wird das leichter. Wir haben kreative Momente, wo wir uns sehr unsere Gedanken, unsere Projekte, die wir also in der Kreativität vor dem dritten Auge haben, die können wir dann leichter umsetzen im Juni. Und das ist eine Gelegenheit für viele von uns, da mal wirklich aktiv zu werden und viel Freude auch dabei zu haben. Also es ist auch ein Monat, wo wir Freude haben und unsere Selbstliebe stärken können, eben durch solche Dinge, die wir tun, die wir für uns tun, dass man mal wirklich auch auf sich schaut und überlegt, was ist jetzt wichtig für mich. Was wäre etwas, was ich tun kann, dann tut es besonders im Juni. Das fördert also enorm die Selbstliebe und auch die Herzensöffnung. Man wird ganz viele neue Ideen bekommen, was man tun könnte und auch wie man in der Gesellschaft was ändern kann. Also auch das steht an. Und den spirituellen Austausch, das ist also eine Energie, die intensiv im Juni zu spüren ist. Und wir werden das natürlich am Smarana Festival diesen Austausch ganz besonders genießen. Wo wir an der Sommersonnenwende, die steht ja auch im Juni an, wo wir da besonders darauf achten sollten, dass wir uns nicht so sehr überanstrengen, denn es kann ja sein, dass manche da gerade an diesen Tagen viel,
viel noch erledigen möchten oder viel tun möchten. Also macht da lieber ein bisschen langsamer und lasst euch, verbindet euch mit der Sonne, mit der Sonnenenergie, denn die hat wirklich um diesen Zeitpunkt der Sommersonnenwende eine ganz besondere Energie für uns, besondere Unterstützung, wo wir auch sehr in die Achtsamkeit hineinkommen und uns dann gegenseitig wertschätzen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann durch diese Wertschätzung bekommen wir die Möglichkeit, alte Emotionen zu klären. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht so sehr überreagiert und in ein Drama hineinkommt, denn auch diese Energie ist im Juni da. Also es könnten mit dem Ego Konflikte und Verwirrungen sich ergeben, einfach durch die Kommunikation, die nicht klar genug ist. Und dadurch könnten natürlich Missverständnisse entstehen, die dann wieder sehr viel Stresspotenzial haben. Und mit diesem Stress muss man einfach auch, entweder man vermeidet ihn oder man lernt damit umzugehen, dass man versucht, mehr in die Neutralität zu gehen. Und dann kommt man auch nicht so sehr in den Stress hinein. Das wäre so mein Vorschlag. Und besonders in der Familie halt auch ein bisschen darauf achten, dass man in der Familie tatsächlich gerade an diesen Tagen zur Sommersonnenwende ein bisschen vorsichtig ist mit der Kommunikation. Und wenn irgendwie ein Konflikt entsteht, dann weiß man, es liegt jetzt an den Energien und kann dann da vielleicht auch besser damit umgehen. Insgesamt bekommen wir eine sehr gute spirituelle Unterstützung, um eben weiter in unsere Kraft zu kommen, um weiter positiv für uns zu sorgen. Das sollten wir nie vergessen, egal was passiert. Das waren jetzt die allgemeinen Voraussetzungen, die also für uns alle gelten. Und jetzt gucken wir mal Deutschland, Österreich, Schweiz und danach die Ukraine an, was wir dort für ein, ja, für Energiepotenzial haben. In Deutschland gucken wir jetzt mal so ein bisschen auf die Politik. Da haben wir einige ideologische Konflikte, die es zu bewältigen gilt. Und dort haben wir viele Debatten und auch Streit. Wir haben in Deutschland politische Machtkämpfe und ein Gerangel an der Führungsspitze könnte sich ergeben. Und es hat auch Potenzial für viele Missverständnisse. Also auch hier kommt diese Kommunikation, die nicht klar ausgeführt wird oder hinterhältig ist. Das alles könnte die politischen Prozesse sehr erschweren und auch Verhandlungen, die geführt werden, sind also da chaotisch. Und das kommt also dann nicht so gut rüber für die Menschen in der Gesellschaft und es könnten auch Unruhen entstehen aus diesem ganzen Hin und Her und Hick und Hack. Also der Juni ist in der Politik eher, sage ich mal, anstrengend als beruhigend. Aber ihr wisst, es liegt auch viel an den Energien und man kann da sich also auch so ein bisschen abgrenzen und in seiner Mitte bleiben, damit man nicht so sehr damit reingezogen wird. In Österreich gibt es öfters kontroverse Debatten über die nationale Identität. Man ist also da auch am Hin und Her überlegen und die Migration tatsächlich auch erzeugt Spannungen, die man in der Politik irgendwie regeln möchte. Aber es ist sehr auch kompliziert in Österreich und dadurch gibt es auch politische Auseinandersetzungen, die sich verschärfen könnten. Also auch da geht es hin und her und die Kommunikationsprobleme haben wir auch da, die alles nur erschweren und dadurch könnten dann auch interne politische Konflikte entstehen. Also liebe Österreicher, bei euch ist auch einiges los und bleibt auch hier neutral, bleibt in eurer Mitte und es wird sich dann schon regeln. Aber erstmal durch den Juni müssen wir hindurchkommen und der ist jetzt nicht so einfach. In der Schweiz haben wir auch Spannungen über die internationale Rolle der Schweiz. Wie stellt sich die Schweiz dar? Wie möchte sie sich darstellen? Das sind so Probleme, die gerade die Schweizer beschäftigen. Und auch das gibt politische Spannungen in speziellen Prestigeprojekten. Also es geht hier um alte Werte und da kommen vielleicht sogar alte Konflikte wieder auf, also sie könnten wieder aufleben.
Und man strengt sich sehr an, in der Schweiz interne Probleme zu bewältigen. Also Schweiz ist sehr mit sich selbst beschäftigt und man wird sehen, also ich sehe da jetzt keine negativen Energien in dem Sinn, sondern es ist alles regelbar sozusagen. Wenn wir jetzt zur Ukraine schauen, dort haben wir tatsächlich eine Steigerung der komplizierten Situation und es könnten weitere Papiere, geheime Papiere auftauchen und offengelegt werden, die einem ja wieder mal die Haare zu Berg stehen lassen, sozusagen. Das ist also möglich. Und diese Verhandlungen und die öffentlichen Appelle, die dadurch entstehen, können auch zu dramatischen Gesten führen. Das heißt also, geht heiß her. Und um Neumond herum kann es allerdings neue Verhandlungen geben und Impulse geben, damit sich das ein bisschen entspannt in der Ukraine. Allerdings haben wir dann auch noch die Sommersonnenwende. Dort haben wir die Möglichkeit, dass sich neue Allianzen bilden. Das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Jede Einmischung hat auch ein Potenzial von guten und schlechten Dingen. Man muss da also schon genau abwägen. Und es gibt also weiter Verhandlungen und es könnte sich bis Ende Juni die Lage ein bisschen verkomplizieren, je nachdem, wie verhandelt wird und je nachdem, wie man mit der Kommunikation umgeht, die ja jetzt in diesem Monat Juni sehr schwierig ist, ist also da eher eine Verschlechterung in Sicht als eine Verbesserung. Aber dennoch kommt es darauf an, wer verhandelt und wie verhandelt wird. Also das ist jetzt dann da das Geschick der einzelnen Personen, was einen großen Ausschlag hat. Also insgesamt für uns persönlich, für jeden persönlich ist der Juni schon ein schöner Monat, wenn man sich tatsächlich auf die inneren Werte konzentriert, auf seine Kreativität, auf seine Visionen und dann auch versucht, immer klar auszudrücken, was man zu sagen hat, damit die Kommunikation also da eine gute Richtung hat. Und wenn man das schafft, ist also auch in Herzensdingen alles offen und auch, wie gesagt, für neue Ziele, für neue Vorhaben ist eine große Unterstützung da. Und von daher können wir ja froh in diesen Monat hineintreten. Und das Politische ist natürlich schwierig, diese ganze Hin und Her. Aber dennoch, wenn wir diese positive Energie hineinschieben, dann unterstützen wir auch das Positive in der Politik sozusagen. Und wir werden natürlich am Festival auch sehr wirken für diese Sache, für die Änderungen in den Zeitlinien. Und wir haben auch ein Webinar schon vorbereitet, wo du also über die Quantenverschränkung in den Zeitlinien eine Heilung lernen kannst. Und das kann man auch gut anwenden für die aktuelle Lage im Moment auf der Erde, also ganz global mal gesehen. Und das ist natürlich enorm. Und ich habe dazu geheime Übungen vorhergesagt bekommen, die ich dann am Festival das erste Mal bekannt geben werde. Und das wird wunderbar werden, hochenergetisch. Und ja, wir werden es alle spüren. Und ich freue mich schon sehr, euch da alle bei mir zu haben, ihr Lieben. Und jetzt lade ich euch ein, gleich zu der Meditation zu kommen. Und ihr könnt mir auch gerne auf Telegram schreiben, was ihr jetzt davon haltet. Ich werde das Thema auch auf Telegram nochmal einstellen. Und ich finde es immer schön, dass wir uns da auch nochmal austauschen können, um eben da gewisse Dinge zu klären und uns gegenseitig zu unterstützen. So, ich sprühe mich jetzt ein mit der 909. Das ist einfach eine Energie, die mich immer sehr schnell in die Channel-Energie hineinbringt und ja, dann nehme ich auch noch gerne den Auraschutz, natürlich. Ach, eigentlich könnte ich alle Essenzen nehmen, aber ich konzentriere mich jetzt mal nur auf die zwei. Also das ist jetzt auch nur für mich, weil ich das gerne mag. Und ja, jetzt bin ich schon eigentlich angeschlossen. Mein Channel-Kanal öffnet sich und jetzt werden wir auch gleich beginnen. Thank you.
Liebe Herzensmenschen, liebe lichtvolle Menschen der Erde, ich darf euch heute und ganz besonders dich ganz herzlich begrüßen. Ich habe die Engel der Freude eingeladen und sie werden uns durch diese Meditation führen. Und so bitte ich dich, das Licht der Freude einzuatmen, denn dieses Licht der Freude wird uns jetzt zur Verfügung gestellt. Und mit jedem Atemzug fließt das Licht der Freude in dich hinein. Und lass es ruhig fließen und erlaube dir, dich hinzugeben. Alles, was du im Moment mit dir trägst, was dich durch die aktuelle Zeit schwach macht, was dich belastet, das wird von dieser Energie einfach von dir abgewaschen. Es ist eine Reinigung auf der Ebene der Freude, denn jeder von uns hat ganz viel Lebensfreude in sich und diese Glückseligkeit, die wir tragen, die darf doch gerne wieder zum Vorschein kommen, denn jeder Mensch hat ein Recht auf Freude, auf Fülle, auf Liebe. Jeder Mensch darf daran teilnehmen. Und so sind die Engel gekommen, haben sich jetzt bei dir zu Hause eingefunden und sie blicken dir voller Liebe in die Augen. Vielleicht kannst du diese Energie spüren und vielleicht spürst du auch, wie jetzt in diesem Moment sich die Energie anhebt. Denn diese reine Liebe, diese reine Freude, die jetzt zu dir fließt, das ist ein sehr großes Geschenk. Und dieses Geschenk, diese Energie wird deine Seele berühren, wenn du es erlaubst. Und so bitte ich dich, dein Herz zu öffnen. Lass die Energie der Freude einziehen und lass los an alten Strukturen, die du vielleicht mitschleppst und gar nichts mehr davon weißt. Es ist alles ein Prozess der Erneuerung. Und du befindest dich in diesem großen Wandel, in diesem Wandel der Erneuerung. Und es ist an dir, den Weg des Lichtes, der Freude, der Liebe und des Vertrauens zu gehen. Und so wird durch diese Reinigung, die jetzt gerade geschieht, dein Energiekleid gereinigt, dein Energiekleid ausgedehnt, sodass es dir, nachdem du diese Meditation gemacht hast, viel besser gehen wird und du einfacher in die Freude hineinkommen wirst. Es sind Geschenke der geistigen Welt, die dir überreicht werden. Und diese Geschenke darfst du in jedem Fall immer wieder abrufen. Denn diese Geschenke sind für uns alle da. Und gleichzeitig mit der Freude wirst du jetzt vielleicht eine Dankbarkeit spüren. Eine große Dankbarkeit, die dich führt, die dich in die Achtsamkeit hineinführt. Und all dies darfst du jetzt in dein Zuhause hineinfließen lassen. Und so fließen die Energien der Dankbarkeit und Achtsamkeit in dein Haus, in deine Wohnung, in deinen Garten. Überall dorthin fließen sie, wo du möchtest und auch an deinen Arbeitsplatz, wenn du das möchtest. Und so wird ebenfalls die Energie angehoben in deinem Umfeld und es wird dir wunderbar gehen. Du wirst es spüren, dass die Engel der Freude bei dir sind.
Und du wirst es fühlen, diese Leichtigkeit, die den meisten im Moment fehlt, weil die Energien im Kollektiv ziemlich schwer sind. Und so wird nun die Energie der Freude und der Achtsamkeit bei dir einziehen. Und allein das ist schon ein Grund zur Freude. Und so verweile noch ein wenig in dieser wunderschönen Energie und genieße. Genieße all das, was dir jetzt überbracht wird. Ich gebe dir ein wenig Zeit. Gleichzeitig werden die Energien im Geben und Nehmen ausgeglichen und du spürst vielleicht die positive Schwingung, wie sie sich sanft wie ein leichter Umhang um deine Schultern legt. Es ist die positive Schwingung, die dich begleiten wird die nächsten Tage. Es ist dieser feine Umhang der Leichtigkeit, an den du dich immer wieder erinnern wirst, wenn dir etwas schwer fällt. Und dann wird dir dieser Umhang Kraft geben. Die geistige Welt sagt so gerne, tu all dies, was dir leicht fällt. Es ist nicht vorgesehen, dass du schwere Dinge zu tun hast. Der Weg der Leichtigkeit ist der, der vor dir liegt und den du gehen darfst. Und die Engel der Freude möchten dir danken, dass du gerade jetzt in dieser Zeit inkarniert hast, dass du so groß bist in deiner Kraft und Ausstrahlung, wie du dir es selbst gar nicht vorstellen kannst. Und umso dankbarer sind sie, dass sie dir heute beistehen durften. Und so löst sich die Energie sanft wieder auf, aber du darfst den Umhang mitnehmen, der dir immer wieder Kraft geben wird, deinen Weg weiterzugehen. Und so lass dich von den Engeln in den Arm nehmen und spüre noch einmal die tiefe Liebe, die sie dir schenken. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück. Danke euch allen, dass ihr heute hier wart. Und ich wünsche mir, dass euch dieser Umhang sehr lange begleitet und dass es euch gut geht. In Licht und Liebe, eure Nirjana.